ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine DM-Ausbeute. Und zwar habe ich sehr viele Produkte hier vor mir liegen. Wie ihr wisst, bin ich nicht so ein kleiner DM-Haul-Abdreher, sondern ein XXL-DM-Haul-Abdreher, weil ich immer horte, bis ich ganz viel habe und dann drehe ich euch ein Big DM-Haul ab. Auf jeden Fall wollte ich euch erzählen, warum ich öfters in den DM gerannt bin. Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen mega den Ausschlag. Und nach dem Ausschlag habe ich mega die trockene Haut bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das aus dieser Entfernung sehen könnt, aber hier an dieser Stelle ist es rot und mega trocken und es spannt und es schuppt sich. Also alle Anzeichen, die dafür sprechen, dass ich eine trockene Haut habe. Und deswegen habe ich nach Cremes gesucht. Und keine Ahnung, ich habe mir so viele Sachen drauf geschmiert, also Apothekensachen meistens, also nicht so chemische Sachen. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr so für Tipps habt gegen trockene Haut, falls ihr auch trockene Haut habt. Also bei mir ist es schon immer so gewesen, dass ich an der Nase rum trockene Haut habe, aber hier ist es so extrem schlimm, Leute, das glaubt ihr mir nicht, das ist... Keine Ahnung, ich möchte auch gar nicht aus dem Haus manchmal. Aber jetzt ist es schon besser geworden, aber es ist noch nicht weg und es nervt mich halt. Und falls ihr Tipps habt, dann gerne in die Kommentare damit. Dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Und ich möchte nicht über den heißen Brei mehr herumreden und wir beginnen mit dem DM-Haul. Fangen wir mit Cremes an, die ich mir gekauft habe, um diese trockene Haut zu besiegen. Und da habe ich euch auf Twitter gefragt, ob ihr auch so Cremes-Empfehlungen habt. Und viele haben mir Sebamed empfohlen. Und das ist jetzt Sebamed mit 5% Urea, trockene Haut, Gesichtscreme. Das hat jetzt 10 Euro gekostet, war ein bisschen teurer, aber ich glaube, die ist nicht so reichhaltig für meine trockenen Stellen hier. Aber ist nicht so schlimm, meine Balea Urea Creme neigt auch schon im Ende zu und deswegen habe ich einen Ersatz dafür. Da diese Creme nicht geholfen hat, habe ich mir dann noch so eine Sebamed Creme gekauft und zwar in diesen kleinen Bröbchen. Und zwar mit Vitamin E. Vielleicht hätte Vitamin E geholfen, aber ich weiß noch nicht. Also das werde ich jetzt nur auf dieser Stelle spezifisch auftragen und schauen, wie sich das entwickelt. Und das hat einen pH-Wert von 5,5. Gab es auch in groß und in groß kostet das, glaube ich, um die 12 Euro. Deswegen wollte ich erstmal die kleine Version und das habe ich mir jetzt gekauft. Dann habe ich hier noch eine Creme von Satina. Das ist auch so eine kleine Reisegröße und die wollte ich erstmal ausprobieren, bevor ich die große Creme kaufe. Aber diese großen Pots, die tut man eh fast nie aufbrauchen. Also ich habe es irgendwie noch nie geschafft. Aber ja, jetzt habe ich das auch noch mitgenommen und bin auf jeden Fall versorgt mit Cremes. Okay, machen wir weiter mit einem interessanteren Teil, würde ich sagen. Ich habe mir dann ein Make-up von Catrice gekauft und zwar aus einem neuen Sortiment. Das ist das 3-in-1 Skin Tone Adapting Make-up. Das trage ich auch heute. Und das kommt so in einer weißen Konsistenz, also wie die von L'Oréal Paris. Also ich weiß nicht, ob ihr die von L'Oréal Paris kennt. Die habe ich auch daheim. Und das ist halt eine günstige Alternative. Ich glaube, die von L'Oréal Paris kostet 12 Euro und die kostet um die 6,50 oder so. Und die passt sich halt dann eurem Hautton an. Und bei diesen Cremes, also diese weißen Cremes, die so kleine Pünktchen drin haben, die dann zur Farbe werden, ist es meistens so, dass sie nachdunkeln. Also ich weiß nicht, falls ihr helle Haut habt, ob es so was für euch ist, aber falls ihr so ein bisschen gebräunter seid, dann könnt ihr es euch auf jeden Fall anschauen. Also ja, ist sehr leicht und ich denke sehr gut für die Schule. Und ich habe jetzt die Farbe Medium Skin 020. Machen wir weiter mit Balea und ich habe mir eine Feuchtigkeitshaarmilch gekauft mit Mango und Aloe Vera Extrakt, trockenes und strapaziertes Haar, Antitrockeneffekt. Das habe ich mir gekauft, weil ich ja gerne die Ringellöckchen mache, also wo ich ganz viele kleine Ringellöckchen habe und das strapaziert schon sehr eure Haare. Und deswegen wollte ich noch eine extra Pflege zu meiner Kur und meiner Spülung und deswegen habe ich mir das gekauft und ich finde das eigentlich ziemlich gut. Also das hilft echt gegen Trockenheit. Also falls ihr trockene Haare habt, dann könnt ihr das ja mal ausprobieren. Ich tue es mir meistens so in den Längen hin, aber nicht so am Ansatz, sondern eher Spitzen und Längen. Und ja, ich mag es eigentlich ganz gern. Und es verleiht auch noch einen Duft in euren Haaren. Und deswegen, ja, kann man auf jeden Fall anschauen. Machen wir weiter mit einem Augencreme-Gel und zwar auch von Balea. Die liebe Marie aka Snookyful hat das sehr oft empfohlen, wenn ich mich nicht täusche. Und ich hatte noch nie eine Augencreme, deswegen dachte ich, fangen wir mal damit an. Ich kann euch leider noch nichts dazu sagen, weil ich sie noch nicht so ausgiebig getestet habe. Aber ja, ist einfach ein Aqua-Augencreme-Gel mit Blaualgenextrakt und Thermalwasser, feuchtigkeitsarme Haut. Das
ist schon mal sehr gut, dieses feuchtigkeitsarme Haut. Ja, bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und ich freue mich darauf, das zu testen. Bleiben wir mal bei Balea. Und zwar habe ich mir dann noch ein Peeling gekauft fürs Gesicht. Wie ihr merkt, hatte ich da so diese Phase. Okay, trockene Haut kann man peelen, dann mit Feuchtigkeit versorgen. Und deswegen, ja, schadet es auf jeden Fall nicht. Mit Aloe Vera und für jeden Hauttypen steht hier und ist halt so eine kleine, angenehme Tube. Muss ich auch noch ausprobieren, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube, ich werde diese Stelle auch noch nicht peelen. Ich warte, bis alles weg ist und dann werde ich das so einmal die Woche anwenden und schauen, wie es sich auf mein Gesicht auswirkt. Dann habe ich mir noch Kaltwachsstreifen gekauft und zwar einmal für Gesicht und Bikinizone. Und dann Kaltwachsstreifen, die normalen halt für Beine und so weiter und so fort. Und ich kann euch mal die Größen zeigen, weil ich dachte irgendwie, die wären so einfacher irgendwie so. Aber ich kann euch die irgendwie nicht so empfehlen, weil ich finde sie viel zu klein. Weil ich habe es für meine Bikini-Zone ausprobiert und da müsst ihr 5 Stück verwenden, bis es da überhaupt irgendwie weg ist. Deswegen empfehle ich euch einfach diese größeren. Die sind nämlich viel größer und die könnt ihr euch dann einfach zurechtschneiden. Wisst ihr das nicht mal? Also kann ich euch die kleinen nicht empfehlen. Aber die Balea Kaltwachsstreifen sind eigentlich sehr gut, sind günstiger als die Wetwachsstreifen. Die Wetwachsstreifen habe ich auch schon ausprobiert, aber eigentlich macht das denselben Effekt. Also ich finde jetzt keinen großen Unterschied. Vielleicht ein bisschen. Aber zum Beispiel, falls ihr feine Haare habt, dann geht es auf jeden Fall klar. Und falls ihr so störrische, dickere Haare habt, dann würde ich die euch von Wet empfehlen, falls ihr mit dem Balea Kaltwachsstreifen nicht so gut klar gekommen seid. Aber im Großen und Ganzen finde ich sie ganz gut. Und meine Cousinen waren bei mir und deswegen habe ich die auch ausprobiert, also an meinen Cousinen, weil sie wollte ihre Haare an den Händen bekommen. Dann habe ich sie abgewachsen. Also dafür eignet es sich sehr gut, falls man ja, falls man keinen anderen Zweck dazu finden kann. Deswegen ja, bin ich froh, dass ich sie nicht umsonst gekauft habe, denn meine Cousinen hatten was davon. Und ja, das wollte ich euch zeigen. Und dann machen wir weiter mit Essence. Von Essence habe ich auch 2 Sachen gekauft. Und zwar ein Anti-Spot-Waschgel, Anti-Pickel-Waschgel. Das hat mal meine Schwester benutzt und ich fand es eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich es mir auch nachgekauft, weil es reinigt einfach noch euer Gesicht gründlicher. Ich habe es euch auch in meiner Morgenroutine gezeigt. Also das habe ich auf jeden Fall benutzt. Und ja, ist einfach nur ein Waschgel. Ist eigentlich sehr sanft, also tut jetzt nicht so krass spannen und so. Also ja, ich mag es auf jeden Fall und das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und bevor ich euch das andere Essence-Produkt zeige, zeige ich euch noch eine Mascara, beziehungsweise 2 Mascaras, die ich mir gekauft habe. Die eine müsstet ihr schon kennen, die liebe ich über alles und ich glaube, die liebt jeder. Und falls ihr die noch nicht habt, dann kauft sie euch, Leute. Und zwar ist es die Catrice Glamour Doll Mascara in Wasserfest. Ich finde generell wasserfeste Mascara besser, weil sie einfach euren Schwung besser hält. Und falls ihr Probleme habt, sie schwer abzubekommen, dann empfehle ich euch halt ein Augen-Make-up-Entferner mit Öl. Also ich weiß jetzt nicht, also mir ist kein Augen-Make-up-Entferner bekannt, der wasserfestes Make-up entfernt, ohne ölhaltig zu sein. Ich hoffe, das war ein deutscher Satz, der korrekt war. Auf jeden Fall kann ich euch, falls ihr dieses Problem habt, das Essence Eye Make-up Remover Waterproof empfehlen. Ich mag es super gerne, es brennt nicht. Und ich finde es sehr, sehr gut. Das ist schon meine 3., 4. Tube, die ich jetzt nachgekauft habe. Aber die anderen habe ich irgendwie immer verschlammt oder irgendwo vergessen. Deswegen musste ich sie mir immer nachkaufen. Und ja, falls ihr eine günstige Alternative wollt, kann ich euch auch das Balea Make-up Remover ölhaltig, dieses 2-Phasen-Make-up-Ding empfehlen. Finde ich auch ganz gut. Habe ich nämlich auch da. Aber das habe ich mir nachgekauft, falls ihr das entfernen wollt. Also wasserfeste Wimperntusche generell, einfach ein Wattepad und dann abwischen. Und dann habe ich mir noch von Catrice The Giant Extreme Volume Mascara Waterproof gekauft. Das hat eine mega coole Bürste. Ach ja, was ich euch zu der anderen Mascara sagen wollte ist, sie hält den Schwung sehr gut, sie trennt sehr gut, sie macht Länge und Volumen ein bisschen. Also sie macht wirklich alles und ja, deswegen gefällt sie mir so gut. Ja. Kleiner Kauftipp. Und dann habe ich mir noch, eher wie gesagt, The Giant bla 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 gekauft. Das hat eine coole Bürste. Die ist jetzt ein bisschen größer als die andere. Ein bisschen spezifischer, ist wie so ein Dreieck nach unten. Und oder wie eine Pyramide. Naja, je nachdem, wie man sie halten will. Die habe ich jetzt noch nicht so getestet. Ich habe sie
paar Mal ausprobiert, aber ich kann euch leider noch nichts dazu sagen, aber sie ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also ich kenne schlechtere Wimperntuschen und die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die macht auf jeden Fall irgendwas mit euren Wimpern, aber ich hab sie schon lange nicht mehr ausprobiert. Deswegen, ja, kann ich sie euch mal in der Review zeigen und dazu was sagen. Fast sind wir fertig, Leute. Ich habe mir noch einen Essilack gekauft. Essilack, ich wollte euch gerade meine Nägel zeigen. Und zwar den Fidschi Lack. Den gibt es jetzt anscheinend im Standardsortiment. Ich weiß, ich bin da vorbeigelaufen und dann gab es den da. Und dann dachte ich mir so, hey, ich nehme ihn einfach mal mit. Und ich habe den auch dran. Das ist einfach so ein wunderschönes Rosa. Der deckt nicht wirklich in zwei Schichten, aber auch nicht schlecht. Also der, ich weiß nicht. Also Essilacke sind sowieso dafür bekannt, dass sie sehr gut sind, auch von der Bürste her. Und ja, drei Schichten sind besser, aber ich möchte mir auch nicht drei Schichten draufschmieren. Aber ich habe an meinen Daumen drei Schichten, weil da sah der echt komisch aus. Und an den anderen habe ich zwei Schichten und ja, sehr schöner Lack auf jeden Fall. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. 8 Euro ist ein bisschen viel, muss man auch sagen. Aber diesen Lack gibt es halt nirgendwo in der Drogerie. Also weder bei Catrice, weder bei Essence, noch bei L'Oreal, Manhattan, Astor und was es alles noch so gibt. Und ja, jetzt bin ich auch Besitzer des Fidschi Lackes und ich bin super, super froh drüber. Und dann machen wir weiter mit Lippenprodukte. Ich habe das gesehen und ich musste das haben. Und zwar von Labello Lip Butter Blueberry Blush. Ich weiß nicht, ob ihr noch die LE von Balea kennt. Die Blueberry Lotion, die riecht so gut und die habe ich immer noch da und ich liebe sie. Und deswegen habe ich das gesehen und dachte mir so, hey, das musst du haben. Und das ist jetzt mein erstes Ding von diesem Labello-Ding in diesem Pot hier. Bin schon gespannt, ob es gut ist oder nicht. Aber werdet ihr dann sehen in irgendeiner Review vielleicht. Oh, dann möchte ich euch noch was Cooles zeigen. Das ist eine Limited Edition oder neu von DM, also wirklich die DM-Eigenmarke. Und zwar diese Zahnbürste hier. Ich weiß ja, ob ihr das von Weitem erkennt, aber ich werde es euch nochmal von nahen einblenden. Aber das ist so eine Azteken-Zahnbürste. Und die ist so schön. Die ist so türkis mit ganz vielen Mustern. Und oh mein Gott, ich habe mich so verliebt in diese. Also, ja, kann ich euch empfehlen. Weil ich habe auch die normale Zahnbürste von DM. Die sehen jetzt nicht so spektakulär aus, aber die sind wirklich gut. Die reinigen euren Mund wirklich gut, also egal mit welcher Zahnpasta. Und die reinigt irgendwie anders. Kennt ihr das? Ich habe zum Beispiel immer diese Colgate-Zahnbürsten benutzt, also benutze ich immer noch. Aber die ist auch nicht schlecht. Also falls ihr eine günstige, gute Zahnbürste wollt, dann kann ich sie euch empfehlen. Bin super begeistert davon. Dann habe ich mir noch ein Babylips gekauft. Ich muss wirklich zugeben, ich hatte noch nie ein Babylips. Und deswegen habe ich mir das gekauft, aber schon länger her. Das ist jetzt diese normalste Version. Ich habe auch gehört, dass die beste sein soll. Also, dass die eure Lippen wirklich pflegt und nicht die anderen, die so Peach, Kirsch und so. Aber ich weiß es nicht. Ich werde es ausprobieren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Babylips findet, falls ihr die habt. Oder generell zu den Produkten, falls ihr sie auch habt. Dann können wir uns so austauschen und dann kann ich mich ja schon mal darauf vorbereiten, ob es was bringt oder nicht. Und wisst ihr, was ich meine? Okay, das habe ich mir gekauft. Dann, warum ich auch unbedingt in den DM musste, ist wegen einer Nagelfeile. Ich habe sehr viele Nagelfeilen daheim. Und zwar auch diese 6-Phasen-Nagelfeilen, wo man glättet, smooth, bla bla bla. Und dann habe ich auch eine Glasnagelfeile. Aber ich habe die hier auch, aber ich habe die irgendwie verloren. Ich hatte bestimmt 3 Stück von denen. Also in unterschiedlicher Version, aber mir ging es darum, dass es spitz ist und dass ich den Dreck unter meine Nägel rauskratzen kann. Und deswegen musste ich die mir nachkaufen. Und die gab es sogar in pink. Ich hatte davon eine schwarze Version, jetzt habe ich die pinke Version und finde ich auch gut. Also dazu kann man ja nicht sehr viel sagen, aber ich mag diese Nagelfeilen super gerne. Sind immer praktisch, kann man in der Handtasche haben, aber ich habe irgendwie meine trotzdem verloren. Ich hoffe, ich finde sie wieder, dann habe ich 2. Ist ja natürlich noch besser. Okay, ich habe noch 2 Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das jetzt nicht von DM. Aber ich finde die ganz gut und zwar ist es, sind es diese Isere Gesichtsreinigungstücher, bekommt ihr bei Lidl. Ich glaube Isere ist die Lidl-Eigenmarke. Die kosten auch nur 1,25 €, genauso wie die Balea Abschminktücher, aber ich finde die sehr, sehr gut. Also ich finde sie super und deswegen wollte ich euch das in meinem DM heute zeigen, falls eure Eltern im Lidl einkaufen, dass sie euch sowas mitnehmen. Gibt es natürlich noch in Blau und Grün, also die Verpackung, aber ich habe immer rosa genommen. Das ist schon meine zweite, die ich gekauft habe. Und ich muss sagen, dass ich sie sehr gut finde. Also, falls ihr auf der Suche nach neuen Abschminktüchern seid, dann kann ich sie euch empfehlen. Und zu guter Letzt, dann haben wir es mit dem DM-Haul. Habe ich hier noch Mentos Pure Fresh. Die kaufe ich immer. Kosten 2,45 €. Sind die besten Kaugummis, finde ich. Und halten lange
Und ich mag sie, erfrischen eure Arten, sind nicht zu scharf und ja, fertig. Das war's dann endgültig mit meinem DM-Haul. Ich weiß nicht, wie viel es war, aber es war irgendwie ganz schön viel, oder? Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu den Produkten sagen, falls ihr die auch daheim habt oder falls ihr andere Drogeriekaufempfehlungen habt. Die lese ich mir super gerne durch und dann notiere ich sie mir und dann schaue ich sie mir auf jeden Fall an. Ja, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich riesig über einen Daumen hoch freuen, falls ihr noch eine Review sehen wollt. Die Review zu meinem letzten DM-Haul kommt noch. Also ich habe es ja euch in meinem letzten DM-Haul gesagt. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich das vergessen hätte. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und ich bin ja, es war ja dann nach dem Umzug und so. Jetzt muss ich erstmal die Sachen raussuchen. Den werde ich euch auf jeden Fall am Ende des Videos verlinken. Oder hier, genau hier, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und hier werde ich euch dann meine Morgenroutine verlinken, die ich schon vorhin angesprochen habe. Also, falls ihr die beiden Videos noch nicht geguckt habt und Lust drauf habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ihr habt euch alle ganz, ganz doll lieb und dann sage ich hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!